Ja, hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge von Let's Play WWE 2K15 mit dem Red Scorpion, allerdings dieses Mal nicht in der Karriere, sondern im Exhibition-Modus Royal Rumble. Ja, mit dem Red Scorpion, den ich vor der Karriere erstellt habe, der weicht ein bisschen ab vom Moveset des bekannten Red Scorpion und ist aber von der Stärke her ungefähr vergleichbar auf demselben Level. Also wir haben jetzt nur ein anderes Moveset, aber gut, ja. Ich habe versprochen, wir machen noch einen Royal Rumble und diesem Versprechen komme ich natürlich nach. Und ja, mehr muss man glaube ich nicht sagen. Einzugsreihenfolge, ich lasse hier mal Zufall stehen. Wir wissen nicht, wann wir reinkommen, wie es halt immer so ist beim Royal Rumble. Ne? Und deswegen würde ich sagen, auf geht's. Viel Spaß. Ich bin gespannt, welche Starten wir gezogen haben. Ich hoffe mal eine relativ hohe. Und ich meine, wenn wir so die ersten haben, dann werden wir schlechte Chancen haben, die Kiste zu gewinnen. Also, ja, wobei so nur Nummer 10, Nummer 12 oder so wär schon lustig. Hätten wir ein bisschen zu kloppen. Elimination occurs when you are thrown over the top rope and both feet touch the floor. The last man in the ring will be declared the winner of the Royal Rumble and will advance to the main event of WrestleMania. Ja, da wurden die Regeln nochmal erklärt. Der Gewinner des Royal Rumble nimmt dann natürlich bei WrestleMania im Main Event teil, ne? Beim großen Titelmatch. So, was ist das jetzt? Oh mein Gott! Kriegt den Undertaker! Den Undertaker! Den frühen Undertaker muss man dazu sagen, der Undertaker, der bei der Survivor Series 1990 seinen ersten Auftritt hatte. Heißt das, wir sind Nummer 1 oder wie? Wollt ihr mich verarschen? Wir haben doch zufällig ausgewählt. Das glaube ich jetzt aber nicht. Das glaube ich jetzt nicht. Wir haben Zufallsreihenfolge festgelegt, aber also das gibt's doch gar nicht. 1 von 30, die Chance ist 1 zu 30. Und was sind wir, die ersten zwei Kämpfer? Das ist ein schlechter Witz, ja tatsächlich. Das darf doch nicht wahr sein. Okay, es gab schon Gewinner. Leute, die mit 1, mit der Startnummer 1 die Kiste gewonnen haben. Ne? Ich erinnere mich da an Shawn Michaels zum Beispiel. Shawn Michaels hat das mal geschafft, er war mit Davey Boy Smith, dem British Bulldog, Startnummer 1 und 2 und das waren dann auch die letzten im Ring. Das war ein Wahnsinns-Rumble. Das war noch in den 90ern. In den späten 90ern, meine ich, war das damals. Der Undertaker ist raus! Rob Van Dam, alias Tim Wiese, wie ich ihn immer genannt habe, ne? Wenn er so ein bisschen wie Tim Wiese schaut, schmeißt den Undertaker raus, das glaube ich ja gar nicht. Das glaube ich ja gar nicht. Andre the Giant kommt zum Ring. Oh mein Gott. Also, wenn ihr euch wundert, was hier plötzlich für seltsame Gestalten am Start sind, das liegt am Exhibition-Modus. Das ist einfach so, ne, dass ja, alle Superstars, die quasi in diesem Spiel sind, theoretisch hier am Royal Rumble teilnehmen können. Das ist alles zufallsbasiert. Es kann also auch gut sein, dass hier plötzlich zwei Hulk Hogan zum Ring kommen. Das ist gut möglich, ne? Weil es gibt ja auch unterschiedliche Hulk Hogan, den Hollywood Hogan und den Hulk Hogan oder und auch unterschiedliche Warriors. Also wundert euch da nicht, es gibt auch unterschiedliche Undertaker, ne? Macht euch da bitte keine Gedanken und Andre the Giant ist draußen. So, und mal schauen, ob wir Rob Van Dam auch rauskriegen. Das wäre ja Wahnsinn. Titus O'Neil kommt zum Ring. Jawohl, er hilft mir. Okay, oh nein, er hilft mir. Ja, nix hat er geholfen. Die alte Flachzange, nix hat er, verstehst? Raus mit dir. Okay, Titus O'Neil hält sich hoffentlich raus. Jetzt haut er mir eine runter. Ich glaube, ich spinne. Geh weg. Mach, dass du wegkommst. Tschüss, Rob Van Dam. Nee, nix tschüss von Rob Van Dam. Ah, verdammt. Ich hab schon gehofft, dass ich ihn rauskrieg. Das war nix. Nee. So. Der nächste Gegner kommt zum Ring. 4, 3, 2, 1. Ich halte mich hier ein bisschen raus. Wenn ich Startnummer 1 bin oder 2, ne, dann muss ich jetzt echt ein bisschen langsam tun. Hunter Hurst Helmsley. Ach je. Der frühere Triple H. Ja, also das ist Triple H zu seiner. Ja.
in seiner Vorzeit quasi, Hunter Hearst Helmsley, hat einen auf frisch geföhnten Franzosen gemacht. Naja. So, raus mit dir, Titus O'Neil. Achso, ich kann dich gerade rausschmeißen, oder wie ist er gemein? So, und jetzt raus. Nächster Versuch. Komm, weg mit dir, Junge. Jawohl, und Servus. Komisches Minispielchen da. Big E, ach mein Gott. Nummer 7, Big E kommt zum Ring. So, pass auf. Hip. Drop von dem. Das ist der nächste, der rausfliegt, glaube ich. Der ist schon ziemlich am Ende. Der ist schon ziemlich am Ende. So, hip, über Seil und auf Wiedersehen, Rob Van Dam. Ich krieg dich raus, das wirst du sehen. Und tschüss. Jawohl. Oh, noch sind wir ganz gut dabei, ne? Kann man nichts sagen. Noch sind wir gut dabei. Ja, wer ist der Nächste, der zum Ring kommt? Rey Mysterio, alte Mexikaner. So, vielleicht sollte ich Triple H helfen? Ich schau mir das mal an. Ich schau mir das mal aus sicherer Entfernung an. Er hat es natürlich nicht geschafft. Hunter Hearst Helmsley. Jetzt muss er selber kämpfen, dass er nicht rausfliegt. Und wieso hilft Big E nicht? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. So, Big E gleich meine mitgeben hier. Geh mal auf Seil. Schade ja bestimmt nicht. So, genau, haben wir Big E eine runter. So, Elbow, jawohl. Stone Cold Steve Austin, oh mein Gott. Nummer 9, Stone Cold Steve Austin. So, tschüss Big E, servus. Und Hunter Hearst Helmsley kriegt gerade richtig Haue. So, Rey Mysterio, auf Wiedersehen. Nächster, der rausfliegt. Hoffentlich zumindest. Ist ja nicht sicher, ne? Wenn ich mich verklicke, dann habe ich schon ein Problem. Tschüss. Jawohl. Hunter Hearst schmeißt den guten... Nein, nicht ja Hunter Hearst, sondern Stone Cold schmeißt Helmsley raus. Jawohl. Sehr gut. Guter Mann. So, und wir schmeißen hoffentlich Stone Cold Steve Austin raus. Jawohl, jawohl, tschüss. Boah. Nummer 10, Ultimate Warrior kommt zum Ring. Und natürlich gleich ein Kaliber hier mit dem Warrior, mein Gott. Alter Falter. So, raus mit dir. Ja, den wollen wir nicht rausgehen. Ich probier's trotzdem. Na? Yes, tschüss. Ja, Wahnsinn. Ich komme mal vor wie Diesel beim Royal Rumble 94, wo er x Leute in Folge rausgeschmissen hat und dann Ewigkeiten alleine im Ring stand. Der Diesel. Jey Uso, der nächste Kollege. Servus. So, darfst auch gleich raus. Tschüss. Ah, okay, den kann ich nicht rausschmeißen. Schade, das wäre es jetzt natürlich gewesen, hätte ich gelacht. Hep. So, einen Elbow. Habe ich auch noch im Programm. Und dann gibt es noch einen kurzen Tritt. So, und aufs Ärmchen, jawohl. Oh, oh, er kontert. Aber wir kontern mit dem Neckbreaker. Und der nächste Kollege steht schon bereit. So, pass auf, raus mit dir, jetzt aber. Oh nein, wir haben uns den Konter gegeben. Miss Nummer 12. Der Miss. So. Ich halte mich ein bisschen raus. Ah, ich habe meine Ausdauerleiste verballert, meine oberste. So. Ja, ich könnte jetzt vielleicht in der Zwischenzeit ein bisschen Hulk Hogan Geste machen, genau. So, der Miss soll sich ruhig ein bisschen austoben.
Ich meine, wir sind schon relativ lange dabei, hätte ich gar nicht gedacht, dass es so gut läuft, aber es war natürlich schon heftig, ne? Wenn du hier gleich als Nummer 1 oder 2 in den Ring kommst zur Battle Royale. Ah, da. Ja, und das bei einer zufälligen Schadreihenfolge, das ist natürlich schon hart. Der Undertaker, oh mein Gott. Der nächste Undertaker, ich hab's gesagt, wundert euch nicht. Genau, das ist der Undertaker der heutigen Zeit. So, mal schauen, ob wir noch was kriegen. Ja, tatsächlich. Rein und raus, Servus. Auf Wiedersehen, lächerlich. Ist natürlich nicht einmal im Ansatz, kann man sich das vorstellen, dass das tatsächlich einmal so laufen würde. Kann man sich nicht im Ansatz vorstellen. So, raus. Na, jetzt wollte ich ihn rausschmeißen. Verdammt, ich hatte das falsche Ziel anvisiert. So, tschüss, du Mist. Pass auf, weg mit dir. So, raus. Nächster Kollege Cody Rhodes auf dem Weg zum Ring. Nummer 14. So, tschüss, du Mist. Auf Wiedersehen. Servus. Oh, ui, da hat er uns sauber erwischt. Alle beide. Musst du jetzt ausgerechnet auf mich losgehen? Willst du nicht den anderen nehmen? Bist sicher, dass du das willst? So, okay, ich muss mich wieder ein bisschen ausruhen. Mein Gott. Wenn es in dem Tempo weitergeht, dann überlebe ich nicht bis zum Schluss. Dann bin ich vorher tot wahrscheinlich. Big Show! Big Show ist der Nächste, mein Gott. Das ist ja auch ein entsprechendes Kaliber, ne? So, tschüss! Meister Uso, auf Wiedersehen! Ja, schmeiß den Big Show raus. Komm, ich helfe dir mal. Nein, doch, ich helfe dir, pass auf. Den müssen wir rauskriegen. Zu zweit schaffen wir das. Zu zweit kriegen wir den Kollegen schon raus. Tschüss, Big Show! Servus! Jawohl, Gott sei Dank. Und Cody Rhodes will es wissen, glaube ich. So, in die Ecke. Jawohl. So, haben wir gleich mal einen Finisher ausgepackt. Bo Dallas, the Reversal. Bo Dallas, the Reversal. Tschüss, Cody Rhodes. Auf Wiedersehen. So, und Bo Dallas über Seil. Darfst auch gleich abhauen. Wenn wir Glück haben, schaffen wir es, dass wir rauskriegen. Da muss es aber wirklich sauglatt laufen. Und tschüss. Boah. Unglaublich. Unglaublich, Freunde der Nacht. Schaut euch das an. Wir haben es gepackt. Nummer 17. Oh, wir sind da schon total am Ende. Schaut euch das an. Unsere Ausdauerleiste ist völlig... am Ende. So, 16 sind durch. Schwupp. Hip Toss und Elbow. Wie heißt er? King Barrett oder irgendwie sowas, ne? Der Kollege Bad News Barrett. So. Nochmal Hip Toss. Wir haben Signature, das ist sehr erfreulich. Spinebuster, jawohl. So. Adam Rose, Nummer 18. So, ich tue mich mal wieder ein bisschen ausruhen. Ne? Ich hoffe, dass Adam Rose sich um den Kollegen kümmert. Jawohl, das hat funktioniert. Sehr schön. Dann können die zwei sich eine Runde kloppen. Und ich habe schon gedacht, wenn wir Glück haben, versucht dann rauszuschmeißen. Jawohl, jetzt versucht dann rauszuschmeißen. Okay, jetzt helfe ich ihm. Das wäre dann der Nächste, der sich verabschiedet. On the road to WrestleMania. Servus. So, oh, jetzt versucht er uns rauszuschmeißen. Ich glaube, ich spinne. Das geht ja gar nicht. Da bin ich voll allergisch auf sowas. CM Punk Nummer 19, oh mein Gott.
So. Ja, CM Punk, da kümmere dich mal um den Kollegen Adam Rose hier, bitte. Der mit dem hübschen Haarteil. Genau. Ah. So, natürlich wieder. Gute alte Hulk Hogan-Geste. Ja, ja, also ich muss hier bewusst jetzt ein bisschen langsam tun, weil wenn ich jetzt da mitmische und dann Schaden kassiere, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich noch lange hier mitmische, einfach zu gering. Und ich meine, wir sind von Anfang an dabei, deswegen, es hilft ja nichts, ne? Da muss man ein bisschen taktisch spielen. Chris Jericho, Nummer 20, Mensch, haben es die alle gut? Die haben alle so hohe Startnummern. CM Punk, Moment, da helfe ich. Da helfe ich doch mit, ne? So, auf Wiedersehen, CM Punk. Servus. Oh, na, er kommt sogar noch mal raus. Hätte das gedacht? Okay, jetzt ist er sauer. Aber Chris Jericho schenkt ihm gleich eine ein. Sehr gut. So, pass auf, CM Punk. Hip. Jetzt schmeiß ich dich raus. Ich versuch's zumindest. Und tschüss. Nächste Kollege, der sich verabschiedet. Ah, Adam Rose ist auch schon ziemlich angeschlagen. Wenn jetzt versucht, den Jericho Rose zu schmeißen, dann helfe ich ihm und dann schmeiße ich ihn selber raus. Oh, schöner Spear. Spear sage ich schon wieder. Spinebuster meine ich natürlich. So, wer ist denn? Nummer 21, Colonel Mustafa. Colonel Mustafa, ein Mitglied von den Triangle of Terror, von dem Tag Team. Mit seinen komischen Till-Eulenspiegel-Schuhen, die er da hat. So, pass auf, Adam Rose, du musst jetzt leider dran glauben. Aber es sieht gar nicht so aus, als ob er dran glauben muss. Colonel Mustafa muss dran glauben, ich auch nicht. Okay, Jericho ist auch schon ziemlich kaputt. So, pass auf, Colonel Mustafa. Hip! Schöner Hip-Toss. Gibt's noch ein Elbow. Curtis Axel. So. Neckbreaker gegen Colonel Mustafa. Curtis Axel. Pass bloß auf. Bleib mir bloß vom Leib. Jericho macht eine Aktion gegen Curtis Axel. Okay, ich habe schon gedacht, dass ich ihn vielleicht im Rücken erwischt. Adam Rose! Adam Rose ist raus! Ist gleich raus! Es sieht so aus, als ob er sich gleich verabschiedet. Tatsächlich, Colonel Mustafa schmeißt ihn raus. Wer hätte das gedacht? So, als Dankeschön fliegt er selber gleich hinterher. Und tschüss! The Rusev, Nummer 23. So, Rusev, ab zum Ring, dann darfst du gleich dich verabschieden. Tschüss. Rusev ist raus. Curtis Axel, weg mit dir. So, und tschüss. Alter, jetzt will uns Chris Jericho ans Leder. Das ist nicht euer Ernst. So, ich muss. Okay, ich habe jetzt einen meiner Finisher verschwendet. Das heißt verschwendet, um nicht rauszufliegen. Da gibt es so eine Safe-Funktion quasi. Und tschüss. Da kann ich mir mit einem Finisher, kann ich mir mein Leben retten quasi. Hulk Hogan Nummer 24, oh mein Gott. Nummer 24, was hat der für ein Dusel? Was hat der bitte für eine hohe Startnummer? Das ist ja ein Witz. Wieso muss ich ja als 1 rein? Hulk Hogan. Das ist jetzt echt eine Lachnummer. Von wegen, Hulk Hogan, pass auf. Oh, er kontert, mein Gott. Ausheber, Body Slam. Bleib mir bloß vom Leib, Hulk Hogan. Oh, oh. Atomic Drop, ja, Dankeschön.
Dolph Ziggler, ja, könnte meine Rettung sein. Dolph Ziggler. Oh, verdammt. Dolph Ziggler, kümmere dich um Hulk Hogan, komm. Jawohl, mein Gott. Oh, verdammt, meiner ist völlig am Ende. Das war jetzt natürlich hässlich. Oh shit, ich muss mich echt zurückhalten. Ansonsten bin ich weg. Weg wie nix. Ich lasse die zwei jetzt ein bisschen sich kloppen. Ja, weißt du was, komm da. Da machen wir mit. Einer weniger ist einer weniger. So, auf jeden Fall. Sting, na klar, Sting kommt auch noch. Nummer 26, wieso haben die alle so hohe Startnummern? Das ist unfair. Das ist einfach nur unfair. So, Sting gegen Hulk Hogan, das hat auch einen gewissen Charme. Meine Herren. Jawohl, komm, ich helfe dir. Raus mit Hulk Hogan. Der Immortal verabschiedet sich gleich. Oh mein Gott. Tschüss. Na verdammt. So, Sting, raus mit dir. Das wäre es jetzt natürlich, wenn ich Sting auch noch, wenn ich schaffe, würde Sting rauszuschmeißen. Lex Luger Nummer 27, alter Falter. So, tschüss, Sting. Oh, Power Slam, Lex Luger. Sting hat's gepackt, ich glaube, ich spinn. Sting hat überlebt. Ich glaub's ja nicht. Mann, Mann, Mann. Oh, das war Nummer 27, ne? Ich glaube schon. Jetzt aber, komm, raus mit Sting. Er muss weg. Raus mit dir, du Lump. Oh, verdammt, er hat's gepackt. Sergeant Slaughter Nummer 28. Da kommt Sergeant Slaughter. Jo, ab in die Ecke, das ist in Ordnung. So, raus mit dir, Sting. Ach, Lex Luger, du alte Flachzange, lass mich doch in Ruhe. Was soll denn der Scheiß? Jawohl, Mark, kümmert euch um den. Das ist okay, so das Ding. Pass auf, jetzt bist du dran. Der hat noch keinen Schaden kassiert, das Ding. Schaut euch den an. Der hat noch kein bisschen Schaden kassiert. Trotzdem fliegt er jetzt raus. Und tschüss. So, Sergeant Slaughter, du verabschiedest dich auch. Oh, verdammt. Oh, oh. Na, super. Boah, ich muss schauen, dass ich hier wegkomme. Lass mich in Ruhe, Sergeant Slaughter, sonst bist du raus. So, weg mit dir. Ich ging raus. Yes. Luke Harper ist Nummer 30. Wir sind jetzt nur noch zu viert. Vier Leute sind noch dabei hier. Luke Harper, der Mann beim schmutzigen Taschentuch hinten raus. So, komm, den müssen wir doch raus. Ja, verdammt, ich habe mich verklickt. Den müssen wir noch rauskriegen. Jawohl, tschüss. Servus, Luke Harper, Pfirti. So, Lex Luger kümmert sich da um Kulti. Oh, schaut euch an, wir sind noch zu dritt. Zu dritt. Wir haben die schlechtesten Karten eigentlich. Wir haben die schlechtesten Karten. So, hau bloß ab, Lex Luger. Und raus mit dir, Connor. Raus. Jawohl. Tschüss. Zu zweit. Lex Luger gegen uns. Gegen den Red Scorpion.
Mein Gott, schaut euch den an. Schaut euch den an. Oh, gewinnen wir die Battle Royale, Freunde. Gewinnen wir die Battle Royale. Nein, 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 nein. Okay. Musst jetzt meinen Finisher opfern. Raus mit dir. Packen wir's, ist die Frage. Können wir Lex Luger raushauen? Es sieht momentan gut aus. Yes! Jawohl! Alter Falter! Wir gewinnen den Royal Rumble, wer hätte das gedacht? Unglaublich! Here is your winner, the Red Scorpion. Als erster im Ring und wir gewinnen die Scheiße hier. What a Royal Rumble, du sagst es! Jerry Lawler! Hammer, Freunde, hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht, dass wir die Kiste gewinnen. Was ein Erfolg, was ein Abschluss dieses Let's Plays hier von WWE 2K15. Ich glaube, besser geht's nicht, genau. On the road to WrestleMania. Da zeigt das an. Da würde es hingehen. Das Feuerwerk wird abgebrannt, die Halle flippt aus. Das war's. Wahnsinn, Royal Rumble. Ja, liebe Freunde, ich denke, das war ein krönender Abschluss. Ja, dieses Let's Plays, 41 Folgen waren das jetzt in Summe, plus natürlich die kurze Serie des Showcases mit dem Ultimate Warrior. Ich sage an dieser Stelle herzlichen Dank für euer Dabeisein hier bei WWE 2K15. Hat mich gefreut, war mir ein Vergnügen, gemeinsam mit euch hier ein bisschen uns zu kloppen, uns zu prügeln. Und ja, hat riesen Gaudi gemacht. Also, ich bedanke mich bei euch. Ich freue mich über Kommentare, über Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und ich wünsche euch bis zum Wiedersehen dann in einem anderen Let's Play. Eine gute Zeit, macht's es gut und Servus.